Gehen wir mal noch hier hin. Na, das sieht's aber auch. Doch, da. Let's go. Chivalimo. Die Mücken sind halt sau schwer zu treffen zum Teil. Und Frosch. Wenn sie nicht im Angriffsmodus sind. Wenn sie einen angreifen, dann geht's. Aber es interessiert hier irgendwie keine Mücke, dass ich ihre Freunde töte. Da ist die andere. Nochmal klauen. Jetzt. Oder? Komm. Lauf. Du Sau. Du wartest doch nur drauf. Ja, ich habe 36 Metrobären für dich. Hol sie da. Jawohl, dankeschön. Puh. Dreamshot. Da hinten ist ein Kaprosukus. Ich wollte gerade sagen, da hört sich Sanderwegen nach einem Kaprosukus. Ja. Arschloch. Blödes Arschloch. Alter, wie weit catcht denn der mich mit? Alter. Weil die dort farmen können vom Boden aus. Die ist kalt. Ja, okay. So, mal gucken. Wie es hier drin aussieht. Okay, Anthropleuras. Das ist schon mal sehr schlecht. Ja, ob es jetzt hier Mücken gibt. Das ist die Frage. Ich habe jetzt auch keinen Dinosaurier dabei, den wir hier reiten könnten, um Schaden zu vermeiden oder so. Der Frosch ist nicht gut genug hierfür. Kann uns aber ganz schnell die Rüstung kaputt machen, das Drecksvieh. Oh ja, nice. Ja, super. Das sieht nicht nach unbedingt nach Dings aus hier. Nach Mücken. Aber wir können hier fliegen, ne, in der Cave. Das ist schon mal nice to know. Oh ne, Araneos sind auch hier. Das wäre halt schon mal ein Megatherium-Höhle. An den Spinnen kann der sich nämlich buffen. Aber Mücken wären halt nice. Boah, 135er Megatherium. Raneo. Sattel schleppen kann er jetzt ja schon. Obwohl, was nächstes Mal, jetzt machen wir, glaube ich, doch noch eins auf Gewicht. Kann ich hier einen Schlafsack placen? Ja, geht. Weiß nicht, ob es hier so klug ist, direkt in der Höhle drin. Das hier. Ah, wie versperrt. Machen wir hier draußen, dass wir wieder rein können. Weil, wenn da drin was spawnt und wir spawnen quasi im Tod, ist ja auch nicht geil. Ah, sag mal, geh doch mal rüber, du Scheißding. Ich fliege jetzt mal kurz noch rein. Ich will gucken, was uns hier erwartet. Ob hier vielleicht nicht doch noch eine mega Anzahl Mücken sind. Oh. Oh, oh. Fledermaus. Anthropleuras. Ich hoffe nur, ich sattel hier nicht irgendwann ab. Na, aber ich glaube, wenn man hier schon fliegen kann, dann kann man eben fliegen. Sonst grüne Edelsteine. Schlagen wir zweimal dagegen.
Nein. Dann wieder auf den Vogel. Haben wir die auch schon mal. Ich muss halt nur noch mal rausfinden, ne? Ja, die Fledermaus für euch. Das dumme Drecksvieh. Gucken wir, ob wir hier vielleicht ein Artefakt finden. Lauter Antropleuras. Aber leider keine Mücken hier. Ah. Leider keine Mücken hier, Mann. Das sieht ja fast schon aus wie ein Aberration Part. Boah, diese scheiß Fledermaus folgt mal. Hab keine Pumpgun dabei. So ist so wegballer. Oh. Was macht ihr denn hier? Lasst mich durch! Oh, oh. Das ist eine Sackgasse. Ja, ich hab die scheiße Mega-Tollwut. LOL! Verdammte Fuck-Axt, ey. Ich hab's geahnt, dass das direkt passiert. Brauche ich hier... Ist hier Gas? Nee, ne? Oder? Hustet der... Nee, der hustet wegen der Tollwut, ne? Oh, leck. Oh, wir können die Tollwut eigentlich gegenheilen, wenn wir hier die Scheißviecher jetzt kaputt machen würden. Die sind ja, glaube ich, nicht so hoch im Level. Das sollte sein. Oh, doch, 100. 130? Ach du Scheiße. Ist aber gleich kaputt. Jawohl. Nach unten ist ein Höhlen-Artefakt. Wir heilen jetzt gegen. Einfach bis der Scheiß hier aufhört. Mega toll, gut. Da passiert uns nichts. Brauchen wir unsere Blutpacks auch nicht zu verbrauchen. Nice. Nice. Gehen wir mal da. Wo war denn das Artefakt da? Also, ist glaube ich sogar das Artefakt, ne? Ist glaube ich sogar das Artefakt. Ja. Ist das Artefakt? Nice. Haben wir schon mal ein Höhlenartefakt geborgen? Lol. Hätte ich gar nicht vor eigentlich, aber es ist wieder. Es ist ja in den Caves so, dass die Drops gleich noch einmal kommen. Allerdings ohne Otter kann ich sie eben nur einmal mitnehmen. Boah, hier unten ist aber richtig düster. Aber leider keine Fliegen in dieser Höhle. Das ist schade. Müssen wir eine andere Cave finden. Ich habe noch eine Cave entdeckt. Hau ab. Das war die Sackgasse. Fliegen wir raus. Lass die Fledermäuse Fledermäuse sein. Wir könnten natürlich auch noch nach einem Loot-Drop Ausschau halten. Allerdings möchte ich auch gerne hier raus. Irgendwie. Also nach einem anderen Loot-Drop. Weil die Höhle ist jetzt für mich gerade nicht so wirklich interessant. Aber so ein Loot-Drop mit geilem Item wäre natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber da geht's nochmal tiefer rein. Ach du Scheiße. Nee, das ist eine Sackgasse, oder? Nee, da geht's rein. Gamma 4 einstellen, ne? Ja, warte mal. Ah, Numlock! Ja, Gamma 4 ist ein bisschen heller, dass ihr auch was sieht. Wäre ja vorteilhaft, ne? Und schon wieder keine Ausdauer. Alter Schwede, ich raste gleich aus hier. Haben wir jetzt mal hier... Nein, haben wir nicht. Ich glaube, ich muss dich gleich töten, du dummes Drecksvieh. Spinne. Schon lange keiner mehr gesehen. Aha, warte mal. Ja, jetzt sind wir wieder in diesem großen Raum. Arschlochvieh.
Und hier muss es doch irgendwo rausgegangen sein. Ich fliege hier laufend im Kreis. Da muss doch irgendwo mal irgendwo anders langs gehen. Es geht noch hier rum. Und ich meine, da waren wir aber auch schon ein paar Mal. Oder waren mal da hinten ist der Ausgang, ne? Da ist der Ausgang. Geht doch. Wo sagt's denn? Ah. Froh, hier draußen zu sein. Ist das der gleiche Ausgang eigentlich? Ich bin mir nicht sicher. Nee, da haben wir... Nein, unser... Doch, da liegt unser Schlafsack. Okay. Wir sind draußen, Leute. Wir sind draußen. Wir werden jetzt kurz einen Stop in der Base machen. Metall. 14, ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich zieh mal den Kanusattel an. Also nicht mir, sondern den Kanu. Wir safen mal das Artefakt und machen aber hier nochmal ein bisschen leer, holen nochmal ein bisschen Zement mit. Ich wollte so 20 Strukturen bauen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel ich brauche. Ja, da ist das Zement. Ich wollte schon gerade sagen, haben wir jetzt noch kein Zement mehr. Und Chitin holen wir auch mal mit. Das verarbeiten wir unter Umständen zu Zement. Gut, haben wir noch irgendwas, was uns interessiert gerade? Nee, eigentlich nicht. Nee. Den, das machen wir auch gleich nochmal alles voll. Ah, da ist nochmal, dass wir hier nochmal schön weitermachen können. Mit Dünger. Zwei. Eins, zwei. Also gut, das steht schon mal. Nein. Jetzt ist die Kacke weg, ne? Nee. Dachte schon. Heb's auf. Aufheben, genau. Gib mir die Option aufheben. So, die hier rein. Dann haben wir hier nochmal drei. Dann wird hier nochmal Dünger produziert. Den Rest füllen wir gleich mit dem Fioma auf. Und machen auch nochmal 90 Metall machen wir mal hier rein. Läuft ja überall durch, Metall ohne Ende. Das sollte reichen für ein bisschen was herzustellen. So, ich würde gerne noch Strukturen, würde ich gerne noch 6-mal das hier machen. 6-mal, okay. Und dann bauen wir unsere Tür einmal. Wir bauen Wände, wie viel können wir bauen? 20, das ist schon mal gut für den Anfang. Und da weiß ich nicht, an was es liegt, ob es... Ja, da könnte es wahrscheinlich das Zement leer sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber okay. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Ja, dass hier Strukturen gebaut werden. Warte mal, hier nochmal streicheln, damit wir nochmal ein bisschen Bonus-EP bekommen. Den Rest vom Metall hier machen wir erstmal... Also da hinten das Metall, das machen wir erstmal in die Upgrade-Station. Außerdem reparieren wir mal unsere Armbrust. Wenn das hier durchgelaufen ist. Okay. Wie sieht's aus? Was haben wir denn jetzt alles noch? Achso, den ganzen Dünger, den wollte ich ja auch mal hier nochmal in die Schränke packen. Da brauchen wir nochmal 10 auf jeden Fall. Dann brauchen wir eben auch noch... Ich glaube, wir brauchen noch mehr als 10. Machen wir noch 10. Okay. Und den Rest bauen wir jetzt erstmal Dächer. 9. Ich weiß nicht, ob es dann am Zement liegt oder am Metall. Wenn es am Metall liegt, ist es kein so Problem. Ich glaube, es liegt eher am Metall. Ich habe aber jetzt nicht drauf aufgepasst. Weil Zement verbraucht das gar nicht so viel. Und im Notfall haben wir hier nochmal Zement. Und wenn wir jetzt nochmal Steine hacken gehen... Alter. Ja. Dich wollte ich hier hin machen und dich wollte ich hier hin machen. Dich lassen wir jetzt mal kacken ordentlich. Wenn wir Zement übrig haben, werden wir nochmal eine neue Toilette bauen und auf die erste Eisscholle dort setzen, wo es kalt war und das nochmal ausprobieren. Weil normalerweise geht das in Ark. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf dieser Map auch geht. 2, 3. So, haben wir hier 6 drin. Genau, Stroh war auch genug drin. Hier ist auch noch genug Stroh drin. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal die Hälfte vom Stroh raus. Hier sind nochmal 3. Also der
Kacke reicht nicht mal. Okay. Machen wir hier nochmal 200 Stroh rein und hier nochmal 200 Stroh. Vielleicht können wir so eine kleine Brücke darüber bauen, die wir dann noch mit Pikes und Toren absichern. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir oben drauf bauen sollen oder vielleicht hier irgendwo. Weil wenn wir hier bauen würden, da unten ist ein Uti, dann hätten wir die Möglichkeit... Oh, ja, dass hier andere Argentavisse sind. Nee, dann hätten wir die Möglichkeit, dass wir den Rücken frei haben automatisch. Aber da kann man von oben reinspringen eventuell. Ich glaube, wir bauen oben. Komm, wir bauen oben. Dann hat man eigentlich eher keine Möglichkeit, außer mit dem Flugsaurier hochzukommen. Du bleibst auf Passiv, mein Freund. Wir placen mal. Mal gucken, ist das alles eben soweit? Ja, ne? Dann placen wir einfach mal. Das ist auch fast... 5 mal 4, würde ich sagen. Dann haben wir da vorne noch ein Stückchen frei. Ah, hier geht's nicht. Das ist zu tief. Mann, scheiße. Ist aber... Ist das Müll? Ist das Müll? Ist das Müll? Ja, es ist Müll. Das ist doof. Da müssen wir irgendwas machen. Machen wir es erstmal hier noch weiter. Und du landest jetzt mal da oben drauf. Ist jetzt blöd gelaufen, das hier. Hier hin. Ja gut, dann haben wir hier so eine Ecke drin. Das wäre eigentlich auch nicht jetzt so tragisch. Allerdings... Wie haben wir denn noch? Eine. Okay. Schlecht. Brauchen wir hier so eine vorgebaute in diese Höhe. So, am besten. Dann müssen wir hier auch hochkommen. Dann bauen wir hier den Eingang hin, würde ich sagen. Dann können wir hier auch ein paar Dinos und Sachen verballern. Also hier den Eingang hin. Könnten wir hier auch eine Tür hin machen. Ich glaube, wir bauen noch eine Tür. Türen auch Schwachstellen gleichzeitig sind, aber naja, ist dann eben so. Ich meine, wir können da vorne den Bereich dann wenigstens absichern. Wir haben dann nur dort Türen. Und von der Größe her reicht das allemal. Also die 20 Foundations, die reichen. Müssen wir das Ding dann eben nur noch irgendwann verteidigen. Also wir brauchen noch deutlich mehr Wände, weil ich würde es schon gerne... Ich weiß nicht, ob ich es 4 oder nur 2 hoch machen möchte. Ich sehe nichts. Es ist so hell hier, ey. Ich sehe nicht, wo er das blazen will. Ich habe jetzt auch keinen Bock, dass er eine Metallwand irgendwo falsch bläst. So einen Luxus haben wir dann doch nicht. Alter, es ist hier oben hell. Boah. Nein, das war natürlich doof jetzt schon wieder. Oh, cool. Ja, hier lassen wir die Tür eben. Da fehlt uns eigentlich nochmal das Gleiche. Wie viel hatten wir? 40 Wände, ne? Das heißt, wir brauchen 80. Okay. Das ist aber schon mal eine Ansage. Es liegt eigentlich nur am Metall momentan. Nicht am Zement. Das, muss man sich eben auch mal geben. Wie lange habe ich noch Zeit? Halbe Stunde. Uteranus Level 20. Fuck you. Ich will dich nicht. Packt eure Schmelzen voll. Ich lasse den Server nachher etwas laufen. Okay. Meine Schmelzen sind sowieso voll. Ich hoffe nur, dass meinen Dinos nichts passiert. Ich habe es nochmal komplett übertrieben, ey. Mit dem Metall. Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Und wir fliegen mal da unten zum Metall. Bleib stehen, Metall. Bleibst du stehen? Danke.
Achso, da haben wir das ganze Gammelfleisch noch. Du kommst jetzt gerade noch mal mit. Legen wir direkt was an das Metallteil daran. Bauen das ganz ab. Haben wir schon mal ein bisschen Stuff. Ja, packt eure Schmieden voll. Bei mir sind ein paar Schmieden jetzt da, die ich vollpacken kann. Wenn er das nachher laufen lässt, ist das natürlich cool. Archie. Archie. Wo bist du hin? Da oben. Habe ich das Fernglas wieder auf der 8? Jawohl. Weibliche Agentarf ist was für ein Level 85, scheiße. Der Archie kann noch ein bisschen mehr Metall tragen. Wir holen natürlich jetzt auch noch Metall. Weil wenn er den Server noch ein bisschen laufen lässt, dann habe ich natürlich noch mehr Metall in der nächsten Session zur Verfügung morgen. Das wäre natürlich schon nice. Weil das jetzt dann auch weiter durchläuft. Wir müssen eben gucken, Holz dürfte genug drin sein. Meiner Meinung nach. Und wir haben auch, glaube ich, dann noch vielleicht mit etwas Glück genug Zement über, um Dingens zu machen. Oh, hier ist das Megatherium-Gebiet. Nice. Das holen wir auch noch mit. Glaub mal. Um nochmal, wie heißt's? Was suche ich denn für ein Wort, Leute? Sagt's mir, ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich weiß gerade nicht ein, was ich suche für einen Begriff. Haben noch genug für eine Toilette zu machen, genau. Und dann können wir das nochmal probieren. Weil das wäre auch schon effektiv, wenn wir da den Dünger kommen. Dann können wir nämlich auch umso mehr Beete bauen und damit die Base nochmal besser absichern. Ich weiß nicht, ob ein Limit für Blend X auf dem Server besteht. Das weiß ich nicht. Das werden wir dann aber rausfinden. Vielleicht brauchen wir auch gleich noch gerade die Toilette, wenn wir jetzt hier mit Metall rangehen. Oh, warum? Warum habe ich schon wieder vergessen, das Metall in den Archie zu stecken, Mann? Oh, ich kann reiten. Hey! Nice. Geht doch. Gut, da haben wir schon mal eine Ladung Metall und der Archie kann noch ein bisschen tragen. Aber ich glaube, wir wollen es jetzt auch erstmal nicht übertreiben. Wo ist es auch noch? Dann hole ich das auch noch mit. So, dann reicht es jetzt aber auch mal. Wenn das dann alles durchgelaufen ist, dann können wir einiges noch machen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, was wir heute erzielt haben. War halb hauptsächlich auch dafür gedacht, die Base hier oben auszurüsten, aufzubauen. Wir müssen das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen umzäunen. Oben, damit eben, wenn wir die Dinos auch dorthin parken, dass die nicht runterfallen, dass man die von weitem anschießen kann, dass sie runterspringen oder so. Oder eben auch einfach erschießen kann, wenn man sie dann auf passiv dorthin stellen würde. Das wäre natürlich blöd. Deswegen müssen wir das Ganze auch noch irgendwie ein bisschen umzäunen. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch nur mit Stein mache oder ob wir das dann auch mit Metall machen. Im Prinzip haben wir relativ viel Metall und auch relativ viel Metall schnell gefarmt. Aber das sehen wir ja dann. Ah, ein bisschen näher an die Dinger ran. Ich glaube, dann holen wir eben aber auch noch ein bisschen Holz für nachzugeben, damit eben wirklich Holz hier genug drin liegt. So, hier brauchen wir einfach mal 500 Metall rein. Du hast noch 800. Ja, dann machen wir einmal 800 und die anderen beiden jeweils 500. Dann passt das. Dann holen wir den 1000er hier. Machen hier 500 rein. Feuer entzünden. Hier 500 rein. Und dann seht ihr schon, dass wir hier ordentliche Metallmenge haben. So, jetzt haben wir hier nochmal 1000. Komme ich an die dran? Jawohl. Ah, hier rein. Feuer entzünden. Hier rein. Habe ich wieder nicht alle geteilt. Sehr gut. Feuer entzünden. Habe ich gerade genug für ein Dings zu basteln? Für ein Mörser? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Mörser fehlt mal ein bisschen was. Wo ist ein Mörser? Komm, ich gebe es mal ein.
Mörser, da fehlt Leder. Okay. Das kriegen wir aber schnell geregelt. Dann bauen wir doch einfach mal 1, 2, 3 Mörser. Habe ich jetzt 3? Ne, jetzt habe ich 3. Warum? Alter? Wow. Wasser? Feuerstein? Haben wir Feuerstein? Ja. Können wir nämlich auch noch ein Lagerfeuer? Ah, da fehlt mal Holz jetzt fürs Lagerfeuer, ne? Weil Lagerfeuer generiert eben besser Kohle. Als die Schmieden. Und wir müssen eh noch Holz holen. Wir gehen jetzt eh noch mal runter. Wäre halt schon geil, wenn wir die Base noch irgendwie zubekommen würden, aber ich glaube, das wird nichts, glaube ich, schon fast in 18 Minuten. Es kommt ja jetzt drauf an, wie schnell das Metall durchbrutzelt, dass wir hier nochmal die Strukturen hier, die restlichen, bauen können. Das wäre halt schon geil, wenn es zu wäre. Das wäre mega nice. Dann hätte ich eigentlich schon mehr erreicht, als ich erreichen wollte. Werden wir jetzt probieren, was wir eben noch basteln können. Hier ist ja überall noch genug Holz drin. Das brennt auf jeden Fall durch. Hier ist auch... Naja, gut, Metall ist hier nicht mehr so viel zum Teil drin. Wir könnten hier nochmal die Hälfte rausholen. Habe ich jetzt die Hälfte rausgeholt oder ganz... Ja, gut, passt. So, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Wir meditieren noch ein bisschen, um das Wasser zu füllen. Und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Arc Magic mit der nächsten Session. Das wäre dann Session 8. Jede Session steht für einen Tag. Ich bedanke mich und bin raus. Wünsche euch den schönsten aller Tage. Euer Spooky4F mit Arc Magic. Ach, macht es so Spaß. Bye, bye.